Es ist soweit, Olafs Club Nummer 2 in dieser Legislaturperiode. Und heute haben wir aber Gäste, auf die ich mich tatsächlich freue. Sie sind alle angereist. Es ist Ingmar Stadelmann. Wir freuen uns auf Käthi Freudenschuss, Julius Fischer, Florian Schröder und natürlich Michael Mittermeier. Ich glaube, jetzt bleibt nichts zu sagen, als es geht los. Hui! Guten Abend! Ja, herzlich willkommen hier in Leipzig. Herzlich willkommen bei Olafs Club. Schön, dass Sie da sind. Und große Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre Schatten voraus. Ein singuläres Event steht an, die Bundestagswahl. Wir wissen zwar nicht, wer gewinnt, aber eines steht wirklich zweifelsfrei fest. Eine große verlässt mit Sicherheit die Bühne. Angelika Merkel, also oder wie ich mal sage, Angela Merkel, sie hört auf. Und ja, man kann von ihr halten, was man will, aber man muss trotzdem sagen, die Lücke, die sie hinterlässt, die muss man erst mal finden. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, das gebe ich zu. Nein, bleiben wir sachlich. Also es ist ja wirklich eine Epoche, die sie geprägt hat. Ja, 16 Jahre, also so lange habe ich es mit einer keiner Frau ausgehalten. Und als sie in Dienst trat, ja, das war, ich habe es ausgerechnet manuell, 2005. Das war quasi von heute rückbetrachtet Steinzeit. Ja, 2005, da gab es noch nicht mal ein iPhone. Da hat man sich wirklich noch mit der Schnabeltasse angerufen. Also ja, das ist wirklich heute nicht mehr vorstellbar, wie das damals so war. Auf ihrem ersten Foto als Kanzlerin, wenn man da ganz nah rangeht und wirklich im Hintergrund mal schaut, da stapfen noch Mammuts so durch die Gestade. Ja? 16 Jahre an der Macht. Und wenn man das mal vergleicht, ja, wie viel wird heute noch über Hitler geredet und bei dem waren es nur 12? Ja? Ja. Und Frau Merkel hinterlässt ja Deutschland insgesamt in einem wesentlich besseren Zustand. Ja? Das muss man anerkennen. Und viele junge Menschen, die hier sind, die können sich das gar nicht vorstellen. Ja? Dass vor Frau Merkel damals in der anderen Zeit, da war ja ein Mann Bundeskanzlerin. Und da sagen die, hä? Also, da hat sich wirklich einiges entwickelt und auch Frau Merkel selber hat sich ja entwickelt. Das wird oft vergessen. Ja? Sie war ja nicht so plötzlich da und mit Kusshand empfangen. Nein, am Anfang, man trieb mit ihr Hohn und Spott. Ja? Man hat immer Witze gerissen über ihre Klamotten. Man hat sich so lustig gemacht über ihre Frisur. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Ja, sie war so das kleine hässliche Entlein. Aber das kleine hässliche Entlein hat sich entwickelt. Es hat eine Metamorphose durchlebt, denn aus dem kleinen hässlichen Entlein wurde genau ein Schwan. Ja, ne? Also es ist kein schöner Schwan, aber einsetzbar. Ne? Ich sag mal so Nutzschwan. Und ich denke auch, dass sie das wird ihr gut tun, ich bin mir sicher, dass ihr das seht. Ich bin mir auch sicher, dass sie natürlich jetzt nicht einfach so aufhört. Ne? Sie wird ja garantiert irgendwie weitermachen, aktiv bleiben, irgendwie ehrenamtlich. Ich meine, Kanzlerin in Deutschland geht nicht mehr, aber was weiß ich, Kanzlerin für Österreich. Oder sie leitet so eine andere Partei, so eine kleinere, sowas wie die SPD. Ne? Das macht die von zu Hause nebenbei. Ja? Und das Tolle ist ja, wenn man so lange in der Politik aktiv war, man kennt alle. Ja, man kennt die Leute aus der Wirtschaft, aus der Kultur. Sie kennt alle hier vom Fußball, DFB. Vielleicht fängst du da noch mal ganz von vorne an. Ne? So was weiß ich irgendwie beim DFB als Einlaufkind. Ja. Und ja, wenn so eine Epoche zu Ende geht, muss man auch sagen, dass, also lässt selbst mich nicht kalt. Also, dass sie aufhört, das geht mir schon ans Herz. Was ich aber gut finde, denn dadurch geht sie mir nicht mehr auf den Sack. Und ich wünsche ihr von hier aus alles Gute, eine sichere Zukunft. Und ja, das ist ja nicht garantiert, dass das für sie eintritt. Denn es gibt ja die eine hier, die AfD-Partei, die hat ja gesagt, ja, wir werden sie jagen. Und dann werden wir sie vielleicht auch anklagen und vor Gericht. Und dann deshalb hier von mir an dieser Stelle das feierliche Gelöbnis. Frau Merkel,
wenn man ihn an die Wäsche will, sag ich mal. Also, Sie können sich bei mir immer verstecken. Ich biete Ihnen Asyl. Jetzt nicht in der Wohnung, aber im Garten ist Platz. Dort ist auch eine Laube, kaum Wölfe. Da können Sie wirklich jederzeit kommen. So, aber jetzt genug mit Parteipolitik. Denn wir leiten über von einer politischen Legende zu einer Entertainment-Legende. Unser erster Gast war letztes Jahr schon hier und die Reaktion war wirklich eindeutig. Ja? Also es hieß, geil, super, Megatyp, Lecco Mio. Und wenn er sich selber so einschätzt, dann muss es stimmen. Denn er ist quasi ein Pionier des Unterhaltungswesens. Er ist quasi ein Methusalem der Witzigkeit. Ohne ihn, denke ich mal, wären wir alle heute nicht hier, sondern hinterm Klavier oder ganz woanders. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und ein gerüttet Maß an Applaus steht ihm durchaus zu. Hier ist Michael Mittermeier. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Servus, servus. Vielen Dank. Ja. Freunde, also. Was haben wir jetzt alle gemacht während der Pandemie und dem Lockdown-Tetris? Hä? Wir haben entweder gesoffen oder ferngesehen. Manchmal beides. Und ich finde es geil, dass Fernsehen endlich wieder wichtig wurde. Und wir hatten so Glück. Überlegt mal. Pandemie 1980, wenn die gewesen wäre. Ich sag mal, zwei Fernsehprogramme. Wir wären alle tot. Es gäbe uns jetzt nimmer. Ich habe letzte Woche in Wien gespielt, habe auf der Bühne gesagt, und wir hätten euch wieder annektiert, euch Österreicher, nur aus Spaß und Langeweile. Da war Stimmung im Saal, jawohl. Und lasst uns mal ein Resümee ziehen. Resümee Corona. Es gibt Zeiten, wo sich Menschen für eine Packung Hefe bücken. Ausrufezeichen. Ey, also es hieß damals, Hefe ist aus, es ist in Bayern Panik ausgebrochen. Ja, wir werden verdursten, wir haben kein Weißbier mehr. Sagt ihr Weißbier? Oder Hefeweizen? Hefeweizen geht null, oder? Ich finde, Weißbier klingt gut, aber Hefe, ich nenne nur Bier nicht Hefeweizen. Ich nenne nur Bier nicht nach allen Zutaten, was drin ist. Red Bull ist ja auch keine rote Ochsenschwanzsuppe. Verstehst du? Und Capri-Sonne ist keine orangefarbene Zuckerwürfellösung im silbernen Katheterbeutel. Und ich muss eines sagen, ich feiere heuer ja Zepti-Jubiläum, 25 Jahre. Und ich habe mir gedacht, manche Fernsehwerbung gibt es nicht mehr. Und letztes Mal zepp ich nachts durch, Capri-Sonne, Fernseh, Capri-Sonne wird beworben. Hier wird genickt. Wer bewirbt es noch? Verpackungsmüll, Wahnsinn. Aus 25 Packungen Capri-Sonne kannst du ein SUV basteln. Ich meine, es ist ein Wahnsinn. Und Capri-Sonne, also heißt ja nicht mehr Capri-Sonne, by the way, heißt jetzt, wurde umbenannt, Capri-Sun. Was soll der Scheiß, hä? You Capri-Son of a bitch. Immer, Entschuldigung, es heißt auch Rider und nicht Twix und es wird immer Rider heißen, ihr Twixer. Was soll das? Ja, da kann man klatschen. Aber sowas. Bitte. Indiana Jones Teil 1 heißt Riders of the Lost Ark und nicht Twixers of the Lost Ark. Das war doch schon Cancel Culture damals. Das R-Wort dürfte man nicht mehr sagen. Darf man überhaupt einen Indiana Jones sagen? Und muss man jetzt sagen, Indigeno Jones oder Ureinwohner Sepp? Man weiß es nicht. Ja, das war. Das war jetzt ein Witz fürs Capri-Publikum. Jetzt kann man weiter schlafen. Nein, pass auf. Capri-Sonne ist wirklich, ich bin fasziniert, dass das überhaupt noch existiert, weil Capri-Sonne ist politisch unkorrekt. Kein inklusives Getränk. Das ist nicht behindertengerecht. Wie trinkst du Capri-Sonne? Hä? Da ist doch immer dieser Strohhalm, der klebt doch da an der Packung an diesem Popel, ne? Das ist ein Popel. Wegen Bio, das ist ein Popel jetzt. In der Fabrik, da machen die so. Ne? So, und dann hängt da dieser Strohhalm und du musst den abmachen und du musst mit diesem Strohhalm genau in diese klitzekleine, vorperforierte Öffnung. Wenn du Parkinson hast, du hast den no fucking way. Wer erfindet denn sowas? Oder? Und wie gesagt, ich befasse mich gerade wieder mit Fernsehwerbung und ich bin total fasziniert, dass seit 1996
der unverständlichste Werbespot aller Zeiten immer noch der gleiche ist. Frauensachenwerbung. Männer verstehen das nicht, weil Männer haben diesen Spot gemacht. Das ist meine Theorie. Wer sich noch erinnert an den Urspot aller OB-Werbespots? Da steht immer so ein engagiertes OB-Model da, schaltet den Dio-Projektor aus. Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Mystery Akte X, es kommen gleich Scully und Fox Mulder. Wow. Und dann steht sie so da und dann nimmt sie ein OB in die Hand. Also OB so? OB. Sauber und diskreter als Binden, weil es die Regel da aufnimmt, wo sie passiert. Sie nimmt es in die Hand. Ich habe noch nie eine Frau in der Hand bluten sehen. Außer in Lourdes. Gut, okay. Ja, alle paar Jahre, irgend so eine religiöse Jungfrau, aber da läuft es nie diskret ab, weil alle sofort schreien, lobet den Herrn, den preisen wir. Männer machen Frauensachenwerbung. Hä? Pass mal auf Folgenden. Es ist so, ich würde mal sagen, OB Always Ultra Next Generation Werbespot. Da steht eine junge Frau in einer weißen Hose. Natürlich in einer weißen Hose. Männer lassen sich das einfallen. Und die steht da und ist ganz traurig. Und sie hat ein Problem in ihrem Leben. So, ja, früher konnte ich mir an solchen Tagen diese Hosen nicht kaufen. Das wären solche Flecken gewesen. Aber jetzt mit OB. Wow! Und dann springt die rum. Entschuldigung, das ist doch pure Männerfantasie, oder? Das ist wie die... Bitte. Also... Und wenn ich es in die Neuzeit bringe, das ist wie dieser Pinky Glove, von dem habt ihr gehört, die Höhle der Löwen, wo Männer eine Menstruationshandschuh erfunden haben. Ein rosa-roter Handschuh, mit dem Frauen dann ihr Tampon, das benutzte, entsorgen können. Ne? Also, whatever. So, und das ist, also statt Menstruationstasse halt, so, Pinky Glove. Männer, Entschuldigung, wir Männer erfinden sowas. Wir würden aber nie OB kaufen, oder? Wir Männer denken noch viel rationaler und eindimensionaler. Wir würden kein OB kaufen. Wir kaufen einfach eine rote Hose. Ende. Jawohl. Bitte. Also. statt Menstruationstasse eine Menstruationshose. Ja, eine Multifunktionshose von Jack Wolfskin aus Gore-Tex. Weil es die Regel da aufnimmt und hält, wo sie passiert. Und es ist so schön, wenn ich wieder durchs Fernsehen zeppe und entdecke dann plötzlich, oh, Germany's Next Topmodel gibt's immer noch. Und ich schaue das gerade mit meiner Tochter, die ist 13. Und pass auf, Originalsatz, wir sitzen da, ich schaue es mir an. So, meine Tochter plötzlich, hey Papi, das ist aber eine Bitch. Ich so, Lilly, also bitte, also... Sprache, du bist 13. Ja, ich bin 13, aber das ist eine Bitch. Und ich weiß gar nicht, ob sie Heidi gemeint. Also ich weiß gar nicht, wen sie gemeint. Heidi Klum, oder? Die alte Model-Puff-Mutter. Man muss, come on. Habt ihr es mitgekriegt? Heidi Klum und ihr Vater streiten sich um die Namensrechte von ihrer Tochter. Das ist fucking Game of Klums. Das ist so assi, oder? Dagegen sind die Wollnisse im Grunde genommen Katholiken. Also bitte. Heidi Klum, ich kann es auch nicht mehr sehen, weil ich kann die Stimme. Es ist für mich, ich weiß, das ist Voice-Shaming, aber ich kann diese Stimme. Es ist eine wunderschöne Frau, die, wenn zu mir käme und sagen, na, das. Weißt du, ich kann mir eine Frau schön saufen, aber nicht stumm. Und ich halte auch mein Maul jetzt. Servus. Dankeschön. Servus. Michael Mittermeier. Ja, wir sehen uns gleich noch draußen an der Bar und wir haben ja heute hier gestandenste Recken live on stage. Wir haben Michael Mittermeier, nicht nur irgendwie gesagt, Florian Schröder, Ingmar Stadelmann. Das sind wirklich Testosteronbolzen. Das ist unverwässertes Machismo, Erotik und Sex. Aber... es geht auch anders, denn unser nächster Gast heißt Julius Fischer. Er lässt hier auf der Bühne gerade sein Jugendzimmer nachbauen. Ich glaube, er bringt dann noch so ein Monchi-Tee mit, was er so hier draufstellt.
Und vielleicht gerade deshalb denke ich oder vermute ich, dass ihm die Zukunft gehört, also zumindest die nahe Zukunft. Also in jedem Fall gehören ihm die nächsten 5 Minuten und ich bin mir sicher, er wird sie zu seinen Gunsten nutzen. Freuen wir uns auf ihn, Julius Fischer. Hi. Ja, ich habe die auftrittsfreie Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage der Präsentation im Fernsehen. Ist ja immer irgendwie schwierig. Soll ich das jetzt vorlesen? Komplett von Anfang könnte ich natürlich machen. Bis Olaf mich wegträgt. Das will ich sehen bei den Armen. Das sind ja fast schon Spinnenbeinchen. Olaf Schubert, der Weberknecht des MDR. Die sächsische Tarantel. Halb Mensch, halb Abdomen, halb Netz. Haarnetz. Egal. Also ich habe dieses Buch geschrieben, es heißt Ich hasse Menschen, eine Art Liebesgeschichte. Ich möchte damit den Hass in die Mitte der Gesellschaft zurückführen. Hass gehört nicht alleine den Idioten, er gehört auch den Idiotinnen und allen anderen auch, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich das Buch angesiedelt, also der Ort, wo das spielt, ist Ostsachsen, weil ich finde, Sachsen ist Hass als Bundesland. Ich darf doch sagen, ich bin Sachse. Zur Handlung müsst ihr nicht viel wissen. Sie ist sehr, sehr, sehr gut. Ein Typ erbt die Kneipe seines Opas, das Deutsche Haus in Ostsachsen, in einem erfundenen Ort. Und ich habe noch ein paar Partythemen eingebaut, wie Scheidung, was habe ich noch drin? Handwerker, Hautkrankheiten. Und ich bin mir sehr sicher, dass gerade das letzte Thema ausschlaggebend sein wird für den extremen Erfolg des Buches. Ich habe das Buch 2020 geschrieben, da hatte ich dann wenigstens was zu tun. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich Corona einbaue. Also ich habe dann mir überlegt, dass wenn er diese Kneipe dann wieder aufbaut und eröffnet, dass es mega lustig wäre, ne? Wenn dann am Tag, wo er das eröffnet, dann der Lockdown kommt. Das fand ich super lustig. Bis zum Lockdown. Ja, so, ich sollte mal anfangen. Lesezeit sind 5,5 Stunden knapp. Oh ja, hier, das ist ein kleiner Service von mir. Das sind alle Satzzeichen, die mein Verlag vergessen hat. Das kann man sich bei mir im Online-Shop downloaden. Das ist halt das Problem, wenn du Sachen mit Leuten machst, die das nur als Hobby begreifen. Peinlich. Ich hasse meinen Verlag. Kommen wir aber nun zu angenehmeren Themen, zu meinen 5 Lieblingswörtern aus dem Buch. Mein Lieblingswort ist das Wort Sucknitz. Sucknitz ist der Ort, wo das spielt. Das habe ich mir ausgedacht. Ich finde, das ist irgendwie so onomatopoetisch und passt einfach zum Land, auch wenn man es auf Englisch macht. Sucknitz, das passt einfach irgendwie. Mein 2. Lieblingswort ist Fettabscheider. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich finde das Wort sehr, sehr gut. Mein 3. Lieblingswort ist Und. Das ist einfach sehr gut, um Worte zu verbinden. So, Sucknitz und Fettabscheider. Mein 4. Wort ist Bierbel. Das ist eine Bibel, aber für Bier. Es gibt nur ein Gebot, das Reinheitsgebot. Mein 5. Lieblingswort ist Und. Nochmal. Also das braucht man einfach wirklich sehr, sehr oft. Das ist einfach ein sehr, 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 sehr gutes Wort. Ich habe außerdem für alle Journalistinnen, die vielleicht anwesend sind oder so Leute, die Küchenkalender machen, habe ich so ein paar Aphorismen aus dem Buch rausgesucht, die ich jetzt mal hier so reinknalle, damit klar wird, da ist auch was für einen Kopf dabei. Hier haben wir zum Beispiel, gib einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn einen Tag, lehre ihn zu fischen und er wird dafür sorgen, dass es keine Fische mehr gibt. Dann habe ich hier noch, wenn du nichts machst, mach das nichts. Aber du machst dann halt auch nichts. Also mach halt. Und ich glaube, mein Lieblingssatz aus dem Buch ist, Teenager, steckst du nicht drin, ist auch strafbar. So, ich würde sagen, ich lese jetzt vielleicht auch mal direkt was aus dem Buch vor, damit ihr euch einen Eindruck davon machen könnt. Es ist so, man kann das Buch im Prinzip aufschlagen, wo man will. Ist überall geil. Ich schlage jetzt zufällig diese Seite auf. Ich wachte auf, weil mein Gesicht wehtat. Der Pickel an meiner Nase, der seit 3 Wochen mal nach innen, mal nach außen wuchs, hatte endlich eine Frau gefunden, so schien es. Eine Frau und 3 Kinder. Und Eltern, um es sanft auszudrücken. Wobei ausdrücken in diesem Kontext exakt das richtige Wort war. Ich sah nicht gut aus. Der Nasenrücken war auf merkwürdige Art nässend vereitert. Die Wange war mit roten Punkten bedeckt, als hätte ich mir aus Versehen eine Tube Henna ins Gesicht gedrückt. Ich ging zu meiner Hautärztin, Frau Dr. Kratz.
Ihr Lieblingsorgan war der Darm. Immer wenn ich in den letzten Jahren mit aufflammender Angina bei ihr vorstellig geworden war, hatte sie über den Darmmeridian gesprochen, was auch immer das sein sollte. Auch meine depressive Verstimmung im letzten Herbst war für sie darminduziert gewesen. Dann sollten mir mal zwei Leberflecken rausgeschnitten werden, ebenfalls eine Frage des Darms. Auch an diesem Tag sollte vor allem mein Darm Grund für die Entzündung sein. Immer nur der Darm, das war ihre Antwort auf alles. Ich habe auch ein bisschen Durchfall seit ein paar Tagen, behauptete ich. Boah, das kann 1000 Gründe haben, sagte Frau Dr. Kratz. Ich will mich nicht festlegen, vielleicht liegt es an der Lunge. Jetzt aber nochmal zu meinem Gesicht. Ah ja, die darminduzierte Entzündung. Ja, da würde ich Ihnen mal eine Creme aufschreiben, was ganz einfaches, schöne kleine antibiotische Creme, natürlich noch ein Darmpräparat. Ich ging zur Bahnhofsapotheke und kaufte die Medikamente für nur 1 Million Euro. Naja, Hauptsache es half. Mal wieder bediente mich die Laute. Die kannte ich noch von meinem letzten Besuch, als ich ein Hilfsmittel für eine Stuhlprobe kaufen musste. Was brauchen Sie? Ein Stuhlfänger? Nie gehört, was soll das sein? Das braucht man, um seinen Kot aufzufangen. Ach so, für Kot? Sagen Sie das doch gleich. Reicht einer? Hass. Außerdem, wenn man so eine Kneipe aufbaut, hat man es immer mal wieder mit Handwerksthemen zu tun, zum Beispiel der Elektrik. Da hatte mir das Internet weitergeholfen. Was heißt geholfen? Eigentlich hilft das Internet ja nie, aber zumindest habe ich einen Elektriker gefunden, der Zeit hatte. Er war ein richtiger Scherzkeks. Hermann Andrei, stellte er sich vor. Was liegt an? Ich brauche Hilfe mit meiner Elektrik. Ja, aber was liegt an? Hä? Na, gleich oder Wechselstrom? Er winkte ab. Wollt ihr, er zwinkerte mir zu, wollt ihr wohl wieder eröffnen die Bude? Ja, na da bin ich aber mal. Er machte eine Pause. Total gespannt. Ich ging nicht darauf ein. Ich würde gerne ein indirektes Lichtkonzept haben. Hier ist noch so ein Vorsprung unten von der Vertäfelung. Vielleicht können Sie den nutzen. Er schaute sich das an. Pass auf, du bist mir sympathisch. Das war mir auf einen Schlag. Er wartete auf meine Reaktion. Schlag, witzig, sagte ich müde. Auf einen Schlag, bewusst, ich mache dir einen Plan fertig, baue dir alles zusammen, damit hier mal wieder ein bisschen Leben in die Bude kommt. Was? Wie jeden guten Handwerker war ihm das Sie zuwider. Ich war ein potenzieller Kunde, also war ich direkt auch ein Freund. Ich mache dir einen Freundschaftspreis, 500 für alles. Und ich krieg eine Flatrate beim Saufen. Entspann dich mal ein bisschen, stehst ja total unter Strom. Ist doch ein gutes Angebot, komm. Widerstand ist Steckdos, sage ich immer. Witzig. Und so kam ich zu meinem Lichtkonzept und einigen echt kecken Sprüchen. Nachdem er fertig war, ging das weiter. Oh mein Gott, da erstrahlt die Gaststube an einem ganz neuen Licht, hat er gesagt, nachdem alles installiert war. Es ist sehr schön, sagte ich. Wirklich, man muss keine helle Leuchte sein, um das zu erkennen. Da macht's schnell Klick. Ist schon gut. Jetzt kannst du hier schalten und walten, wie du willst. Kohle ist auch schon da. Camper Überweisung. Verstehst du? Nervig. So, Dankeschön. Sollten Sie das alles jetzt schon wieder vergessen haben, worum es im Buch ging und was auch immer, habe ich mir natürlich noch was Kleines ausgedacht, einen kleinen Audio-Trailer, den ich hier so ganz kurz nochmal mit meinem Orchester rausballere und dann wird auf jeden Fall, also gibt es keine Argumente mehr gegen den Kauf einfach oder Leihung. Also ihr könnt es euch auch leihen, leiht es euch. Das ist mir eh viel lieber wegen der Umwelt. Okay, viel Spaß. Wegen Sex. Ein Mann, ein Dorf in Ostsachsen, eine Kneipe. Vom Macher von Make East Germany Great Again. Spannende Story, knisternde Dialoge. Hat alles, was ein Buch braucht. Seiten, Wörter, massig Satzzeichen. Nicht alle, aber viele. Schon jetzt das Darmregenerationsbuch des Jahres. Von führenden Hautärztinnen empfohlen. Ich hasse Menschen. Eine Art Liebesgeschichte. Das neue Buch von Julius Fischer. Das war mein Name. Julius Fischer. Vielen Dank. Julius Fischer. Ja. Er hasst Menschen eigentlich überflüssig. Ich glaube, die sterben sowieso bald aus. Glaube ich auch. Ja. Neben mir sitzt, verbessere mich, Michael Mittermeier. Ja, noch. Ja. Titan. Und, also mit Superlativen brauchen wir jetzt ja nicht anfangen. Titan. Du hast ja angefangen quasi vor 25 Jahren. Dein erstes Soloprogramm war vor 25 Jahren?
Nee, war vor 35. Aber vor 35? Auch vor 25 war Zept und da feiere ich heuer Jubiläum, 25 Jahre, deswegen. Stimmt, also vor 25 Jahren war Barock und vor 35 Jahren war sozusagen Fernsehgotik damals. Ja, es war vor dem Krieg. Also das war noch das andere vor dem Irakkrieg, das andere nach dem Irakkrieg. Also insofern. Ja. Und da hat sich natürlich viel verändert. Gerade im Fernsehen hat sich viel verändert. Überall, alles ist bunter geworden, abwechslungsreicher, schneller. Außer beim MDR. wie ist das für dich, wenn du heute wieder mit, sag ich mal, mit den alten bewährten Witzen rausgehst? Wie reagiert der Körper? Der Körper? Also bei manchem, wo ich viel springe, reagiert er schon. Herausforderung. Aber ich find's super interessant, weil ich spiele ein paar Nummern tatsächlich wie damals. Und dann adaptiere ich aber und baue neu ein, weil es natürlich klar, du musst natürlich heute, weißt du, eine Serie wie Schwarzwaldklinik braucht ein Pendant, Game of Thrones. So, ja. Beide haben einen Zwerg, Oberschwester Hildegard, im einen und im anderen halt ein echter Zwerg. Und das reflektiere ich und es ist so super, weil ich schaue wieder Fernsehen auch mit Lust. Und man sieht im Fernsehen Sachen, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Tritop-Werbung habe ich letztens mit Tritop. Tritop. Kennst du Tritop? Kennst du gar nicht? Ja, ich kenne nur Keentop von früher. Nein, Tritop, das war so eine Biowaffe als Getränk. Und im Grunde genommen, da ist nichts drin, was man einem Menschen zuführen sollte. Aber uns Kindern wurde das gegeben. Und da ist ein Geschmack drin. Also, und dann, das ist quasi, du, yeah, ist schwer zu erklären. Das es ist scheinbar gar nicht zu erklären. Ist gar nicht zu erklären. Also ich habe, ja, aber wie, apropos erklären. Waldmeister. Wenn jetzt junge Menschen zu dir kommen und du sprichst von Fernsehen, wissen die da überhaupt, worum es geht? Was ist das? Antennen und so? Das ist ja quasi, das ist ja Steinzeit, das ist ja eine ganz andere Epoche. Auf eine Art und Weise ja, aber im Moment schauen sie dann doch gerne mal auf einen geilen großen Screen dann Game of Thrones oder Haus des Geldes und solche Dinge. Und wenn du die dann einbaust, dann sind die Jungen mit dabei. Das ist immer schön, wenn dann machst du irgendeine Nummer über diese Strohrum-Porno und dann sitzt dann Vater mit seinem Sohn, sagt er nichts, oder? Strohrum? Ist Werbung für Strohrum. Ach so, ich dachte, warum liegt überall Stroh? Ja, genau, aber es ist Werbung für Strohrum. Ja. Ach so. Ja, ja. Also ich verkaufe es als Werbung für Stroh rum. Und das Schöne ist, da sitzt sein Vater und da sitzt sein Sohn, da hatte ich gefragt, und der Sohn war 14. Und der Vater hat an der Stelle nicht gelacht und der Sohn hat gelacht. Und dann hat irgendwann der Vater bemerkt, du kennst es. Und der saß in der ersten Reihe, ich habe ihn gehört. Und er sagt, ja, scheinbar ja, mit 14. Also der Sohn wusste, warum Stroh am Boden lag. Ist das nicht kreuzgefährlich, wenn die Kinder mehr wissen als die Eltern? Ich meine, die könnten doch das Wissen ausnutzen und gegen uns, gegen die Elterngeneration anwenden. Ja. Ich kenne das von meiner Tochter. Ja, aber ist es denn da nicht Zeit, gegenzusteuern? Also du solltest den Jugendlichen jetzt nicht noch mehr Informationen zukommen lassen, finde ich. Ich schau gerade mit meiner Tochter viel Fernsehen. Man hat ja viel Zeit und ich will ja gerne das alte Fernsehen beibringen. Also so, ich bin quasi Yoda, der quasi sein Padawan zeigt, schau das an und schau das an. Und das ist schon schön, also wenn man dann, die ist ja 12, die ist 13 und jetzt kannst du Filme ab 12 anschauen, die Sinn machen. Mhm. Auch mal Filme ab 16, der, nicht Game of Thrones, da diskutieren wir noch. Gibt es Filme ab 16 heute noch? Das ist doch eigentlich alles, wird doch sofort, guck dir es an, es wird schon nie wehtun, oder? Weißt du, was das Lustige ist? Du hast zum Beispiel bei James Bond, da nimmst du ein Casino Royale, der neue, also einer von den Neuen mit Daniel Craig, der ist ab 12. Und da ist die schöne Szene drin, wo er gefoltert wird, wo der den Sitz unten rausschneidet und dann gegen seine Eier haut. So, der ist ab 12. Und dann schaust du an James Bond gegen Dr. No von 67 und der ist ab 16. Ah. Wirklich wahr? Ja. Nur weil der damals so Sachen sagt wie, Sie sehen aber aus, als ob Sie gerne morgen ausreiten, also zu einer Frau. Und die Dialoge sind halt. Also sowas habe ich ja mit 41 noch nicht mal mehr angeguckt. Also. Ja, da fragt mich auch meine Tochter, warum reitet die so gerne? Ja. Und das sind dann, ja. Ja, reiten ist ja Stille. Und veganes Fahrradfahren. Also um den... Und ja, also pass mal auf, ja? Ich mache jetzt hier, weil ich sage, ich hab 2 Tage lang an einem Gag geschrieben. Soll ich den machen? Ja, na, natürlich. Wann? Wie kommen wir jetzt dorthin? 2 Tage, gar nicht. Das ist Übergang, weil du gerade einen guten Gag gemacht hast, dachte ich, ich mache jetzt auch einen. Okay. Und weil ich zurückbeame, 1996 Zept, ich habe einen geschrieben und das ist, pass auf. Damit er nicht so... Ihr müsst warte mal, zwei Tage lang. Damit er nicht so reingepresst rüberkommt, mache ich eine kleine Umleitung, also. Mache ich eine kleine Überleitung. Ich trinke was, solange erzählt er einen Gag.
Und ich habe 2 Tage lang dran geschrieben und ich möchte gerne, dass ihr das reflektiert und dass ihr das, ich möchte euch hören, energetisch. So, pass auf. Also, in den 90ern war es wie bei Corona. Jeder echte Boxkampf war nur mit Maske. Und ich spüre da draußen, dass es abgeht. Da hinten. Ja. So. Ja. Und ich bin mir sicher, die 2 Tage haben sich gelohnt. Dass wir dieses Niveau halten können und vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen können. Denn unser nächster Gast, er ist nicht nur hier Stand-Upper irgendwie schnöde, sondern er ist wirklich Podcaster, Moderator, Kommentator, Kabarettist. Er ist Autor. Hab ich fast vergessen. Transformer. Vermutlich ist er auch noch Ruderboot. Es gäbe über ihn sehr viel zu erzählen, aber dazu bin ich zu schlecht vorbereitet. Ich freue mich in jedem Fall, dass er hier ist. Florian Schröder. Ja. Hallo meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, bin sehr glücklich, heute mal was Privates erzählen zu können. Hier wollte mal die intime Gelegenheit nutzen. Ich wohne ja in Berlin, Prenzlauer Berg, und da sind wir grün und links. Beides, wir kriegen das beides hin. Wir sind so grün, wir zeugen unsere Kinder mit Chiasamen. Und ich habe Nachbarn, sehr nette Nachbarn, Timo und Sarah, tolles Pärchen. Ein sehr, ja, wie soll ich sagen, also mit allem drum und dran. Also der Timo, so Bart und begeisterter Vater, die Sarah, Migrationshintergrund. Und beide haben tolle Kinder, den Emil und den Paul. Und der Timo ist wahnsinnig engagiert, weil die sind 2 und 4 Jahre alt, die beiden Kinder. Und der Timo fährt die beiden Kinder jeden Morgen in die Kita. Die beiden sind in einer Elterninitiativen-Kita. Das ist eine Kita, in der die Eltern mehr Zeit verbringen als die Kinder. Und der Timo macht da alles. Er ist total angefixt. Er bringt da so viel Zeit. Also wenn ich so viel Zeit, ich würde Honorar verlangen. Aber gut, er macht das so. Und jetzt war es neulich so, dass der Timo sogar einen Sonderelternabend ins Leben gerufen hat in der Kita. Und zwar, weil sich ein Erzieher beworben hat. Dann haben sich alle gefreut. Endlich mal ein männlicher Erzieher. Und das sind ja wenige in Kitas. Sind ja nur 6% aller Erzieher sind männlich. Und da hat sich endlich ein männlicher Erzieher beworben, der Jürgen mit langem Ü. Und dann hat der Timo hat gleich gesagt, das ist ja was, da müssen wir einen Sonderelternabend machen. Und dann hat also der Timo sich mit allen getroffen, haben sich also unterhalten und hat der Timo gesagt, toll, dass der Jürgen da ist, toll. Also er kennt ihn ja noch nicht, hat der Timo gesagt, aber er findet es schon jetzt toll, dass der Jürgen da ist, gerade für den Paul und den Emil wichtig, männliche Vorbilder, total super. Wollte nur mal sagen, haben schon alle geguckt, ist das der Grund für den Elternabend extra? Und dann hat der Timo gesagt, aber es ist auch schwierig. Also es ist auch schwierig. Also es ist toll, dass sich der Jürgen beworben hat, aber es ist auch schwierig, denn man muss ja auch mal sehen, die Frage ist auch, warum bewirbt sich jetzt so ein Mann in so einer Kita? Ne? Muss man ja mal fragen, jetzt ganz ohne Vorurteil, aber muss man ja mal fragen, einfach nur als Frage. Ne? Warum bewirbt er sich? Hat er nichts gelernt oder was? Ne? Hat er ein Problem? Ne? Warum bewirbt er sich jetzt? Muss man ja mal fragen dürfen. Also hat dann der Timo gesagt. Also er kennt den Jürgen jetzt nicht, hat der Timo auch zugestanden. Aber man muss ja mal fragen dürfen. Man wird ja mal fragen dürfen. Könnte ja sein. Ich meine, die Mehrheit aller Männer sind Verbrecher. Das weiß man ja. Also nein, die Mehrheit aller Verbrecher sind Männer. Aber es kommt ja aufs Gleiche raus. Auf jeden Fall muss man vorsichtig sein. Ich meine, guck mal, jetzt, viele Männer sind privat nett, aber beruflich böse. Nehmen wir mal Hitler und Stalin. Beruflich böse. Privat weiß man es nicht. Also nicht, dass der Jürgen jetzt Hitler ist, aber vielleicht Stalin. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Und er, der Timo, hat gar keine Vorurteile, hat er auch gesagt, aber er würde halt einfach mal gerne drüber reden. Ob man hier nicht mal vorsichtig sein müsste. Dann sagte die Leiterin der Kita gleich, nein, keine Sorge. Kein Grund zur Sorge. Also der Jürgen, sie hat ihn schon kennengelernt, das polizeiliche Führungszeugnis liegt wie bei allen männlichen Erziehern auch beim Jürgen vor. Der Jürgen ist super. Der Jürgen ist super, der ist wirklich einwandfrei. Und der Jürgen ist in dem Sinn auch gar kein Mann. Also er ist schon ein Mann, aber jetzt halt nicht so ein richtiger Mann. Ist halt eher so schwul, hat da die Leiterin gesagt. Und hat die Leiterin auch gleich gesagt, schwul meint sie total positiv. Total positiv. Also die Mehrheit aller ihrer Freunde ist schwul. Also für sie sind schwule Männer die viel besseren Männer. Viel besser als hetero Männer. Also für sie sind Schwule das Allerbeste. Wenn sie schwul sagt, ist das Allertollste. Also noch toller als die Schwulen sind nur die Eltern hier in der Kita. Also es gibt nichts Tolleres, hat die Leiterin gesagt. Worauf denn der Timo sagte, wenn sie, die Leiterin, das schon so sage, dass der Jürgen so schwul sei, wie sie es beschreibe, dann zeige das ja, dass der Jürgen mit ihrem Wissen letztlich ein Praktikant, also praktizierender, also ein pädophilierender Erzieher sei. Also letztlich
praktizierender Pädophiler. Ne, woraufhin die Leiterin sagt, das würde überhaupt nicht stimmen. Also der Jürgen sei einwandfrei, da gäbe es überhaupt kein Problem. So, und dann war der Moment, als ich die Sarah einschaltete. Die Sarah, wir erinnern uns, die Mutter vom Paul und vom Emil und die Frau vom Timo. Ne, hat sich also die Sarah eingeschaltet und gesagt, Moment. Sie sei also dagegen, dass ein schwuler Erzieher in die Kita komme. Woraufhin die Leiterin sagte, aber der Timo ist ja gar nicht schwul. Also sie können es nicht ausschließen, aber sie wissen es halt nicht. Ja, sagte dann die Sarah, aber bevor hier ein Erzieher kommt, der jetzt seine weibliche Seite hier quasi also hervorkehren muss, könnte man ja lieber gleich eine weibliche Frau nehmen. Das wäre ja dann viel besser. Das, also warum die Kopie nehmen, wenn es auch das Original gäbe? Ne? Das wäre ja auch im Sinn der Frauenförderung. Ne? Also das wäre doch super, ne? Hat die Sarah vorgeschlagen. Ne? Also für sie hat dann die Sarah gesagt, seien Schwule im Grunde genommen ja privilegiert, ne? Weil die dürfen heiraten und so, ne? Double Income, no Kids meistens und so, also denen geht's ja gut. Also die Sarah sagte dann, für sie seien also schwule Cis-Männer, die sich für ihren Penis bislang mehrheitlich nicht entschuldigt haben, sondern diesen Penis für ihre Zwecke gewinnbringend einzusetzen wissen. Ne? Und das ist also ganz klar Lager der Täter, nicht der Opfer. Ne? Und dann sagte die Sarah, man müsse hier in der Kita auch mal diverser denken. Ne? Vielleicht mal eine Black Person of Color als Erziehenden oder Erziehende einstellen. Die dürfe dann auch gerne heterosexuell sein. Weil Black People, also Black Person of Color, werte ja das heterosexuell normativ Langweilige wiederum auf. Es dürfe auch eine Black Person of Color gerne homosexuell sein. Schwul sei dann auch für sie kein Problem. Dürfe auch ein Cis-Mann sein, wäre vollkommen okay. Also Geschlecht wäre egal, Hauptsache Black Person of Color. Noch besser wäre natürlich, jemand, der divers ist, der dürfe auch weiß sein. Ne? Wenn gleich die weiße Vorherrschaft hier in der Kita bekämpft werden müsse. Aber divers wiege weiß auf, divers wiege auch heterosexuell auf, divers wiege auch homosexuell auf. Also divers wäre im Grunde das Beste. Da wäre die sexuelle Orientierung auch egal. Aber, sagte die Sarah, das Beste und wirklich das Erstrebenswerteste, die Königsklasse gleichsam hier in der Kita, wäre eine Black Person of Color, die auch divers sei. Und dann haben alle geschwiegen. Und dann hat die Sarah dafür gesorgt, dass man hier in der Kita gesagt hat, es wird kein Erziehendes mehr eingestellt, ehe nicht eine Black Person of Color gefunden ist, die divers ist und nicht pädophil. Und bis dahin passiert gar nichts mehr. Dankeschön. Herrn Schröder. Ja, draußen liegen dann Begleithefte aus, die nochmal das Geschehene zusammenfassen. Da ist ja ein Tohuwabohu in der Kita. Ich glaube, der Fachbegriff heißt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Vogue. Ne? Wenn man sich Vogue, also komplett korrekt verhält, Vogue. Müssen wir uns erst dran gewöhnen. Vogue klingt ein bisschen wie chinesische Bratpfanne auf Deutsch. Ja. Nun kommen wir zu einem Gast, den, ja, er wurde quasi durch das Corona-Tuberkel aus seiner gewohnten Umlaufbahn gerissen. Er war viele Jahre eigentlich nur auf Tournee. So ging es vielen Künstlern. Dann hieß es plötzlich Lockdown. Er war lange zu Hause, viel zu Hause. Das war für ihn eine Umstellung. Also er musste auch erstmals zu Hause übernachten. Erstmals auch mit der eigenen Frau. Ich glaube, dass er an diesem Erlebnis heute wirklich noch rumknabbert. Und ich bin sehr froh, dass er uns heute hier live und in Echtzeit an seinem Erfahrungsschatz teilhaben lässt. Ich bin begeistert, dass er hier ist. Hier kommt unmittelbar auf die Bühne Ingmar Stadelmann. Ach, sehr, sehr schön, hier sein zu dürfen. Das ist mein erster Auftritt seit fast einem Jahr. Ich freue mich, euch zu sehen. Freut ihr euch, dass ihr... Das ist doch geil. Yes. Yes. Ich freue mich, ich bin aber auch aufgeregt. Also ich bin aufgeregt und freue mich. Ich freue mich und bin aufgeregt, weil ich nichts vorbereitet habe. Das ist die Annalena Baerbock-Taktik. Ich bin aufgeregt, freue mich, habe nichts vorbereitet. Hat jemand das Buch von Frau Baerbock gelesen? Niemand.
Ist nicht so schlimm, sie offensichtlich auch nicht. Es ist doch toll, wie sich das alles entwickelt. Ich bin gut drauf, ich freue mich auf diesen Wahlkampf weiter. Das macht sehr, sehr viel Spaß an der Stelle schon. Und man muss ja wirklich mal sagen, alter Schwede, also gegen so einen Trottel wie Laschet sich dermaßen selbst zu versenken, Respekt, das muss man erst mal hinbekommen, oder? Ich meine, Armin Laschet, der Peter Griffin der CDU, gegen den abzukacken bei einer Wahl, das ist wirklich ein Kunststück, muss man sagen. Ne? Wobei, ich glaube ja wirklich, ich glaube, bei den Grünen ist richtig vorbei, wenn jetzt noch jemand kommt und herausfindet, dass das Buch von Baerbock nicht auf Recyclingpapier geschrieben ist. Dann ist vorbei. Dann sind die Grünen unter 5%. Nicht? Ich glaube, die wollen gar nicht gewinnen, oder? Glaubt ihr, die wollen doch gar nicht gewinnen, oder? Nein, wenn die gewinnen wollen würden, dann hätten die Cem Özdemir aufgestellt. Dann hätten die gewonnen. Ruhe im Osten. Na gut, ist ja auch ein Türke. Ich muss sagen, jetzt seid ihr wach, das ist gut. Ich muss sagen, für mich ist das auch wieder so ein Lernprozess. So Leute, die denken, sie hätten es schon geschafft, wie Frau Baerbock, und dann erleben sie aber was völlig anderes. Mir geht es ja auch so, mit der Pandemie, das war für mich auch so ein Lerneffekt. Ich dachte zum Beispiel, ich weiß, wie die Deutschen ticken. Pustekuchen. Wenn Pandemie ist, was macht der Amerikaner? Der kauft sich Waffen. Nee. Was macht der Franzose, wenn Pandemie ist? Der kauft sich Rotwein. Was macht der Deutsche, wenn Pandemie ist? Klopapier. Wir holen uns Klopapier. Muss man mehr über dieses Land wissen? Nein. Wir holen uns Klopapier. Das ist doch tiefenpsychologisch, oder? Oder der Ami sagt sich, ich muss mich verteidigen, irgendwie. Nee. Der Franzose sagt, ich trinke Wein, c'est la vie. Nee. Und der Deutsche sagt, ich muss meinen Arsch retten. Ich muss irgendwie. Es ist. Und warum haben wir alle Klopapier gehamstert? Warum? Weil wir uns nicht vertrauen. Ja, du vertraust ihr nicht und sie vertrauen ihm nicht. Die Deutschen vertrauen sie nicht. Der Deutsche vertraut dem Deutschen nicht, weil der Deutsche den Deutschen kennt. Weil wir ganz niemand sitzt zu Hause und denkt, ja gut, wenn Krise ist und Klopapier alle ist, dann kann ich ja beim Nachbarn klingeln, der will mir schon eine... Nein. Der Typ, der immer in meiner Auffahrt parkt, Samstag 7:30 Rasen mäht, der hilft mir nicht. Nein. Das ist auch der Grund, warum wir vor Strandkörben Gitter haben. Ja, damit niemand außerhalb der Öffnungszeiten meinen Strandkorb abwohnen kann. Das ist deutsch. Deutscher wird's nicht, Freunde. Ich muss, okay, für mich war das jetzt, muss ich sagen, so Pandemie. Für mich als Künstler, das war so eine Form von Frühverrentung. Gerade auch finanziell. Ja, aber man muss es ja positiv sehen. Also ich war jetzt wirklich die letzten 2 Jahre immer der Jüngste beim Flaschensammeln. Und man muss sagen, so Frühverrentung, das kann ja auch Spaß machen. Ne? Das ist wirklich toll. Morgens 7:30 aufstehen, nichts zu tun haben, auf den Balkon gehen und Leute zusammenscheißen. Das macht Spaß. Da kann man Spaß dran entwickeln. Da habe ich auch, da stand ich da morgens, habe immer runtergeschrien, nicht in Fünfergruppen! Es ist Corona! Die Frau dann zurückgerufen hat, aber das ist meine Familie! Dann habe ich dann nachgelegt, das kann ich von hier oben nicht sehen! Ich bin Corona-positiv und es geht wohl doch auch auf die Augen! Das stimmt natürlich nicht. Das macht aber keinen Spaß, also habe ich gelogen. Das haben ja viele jetzt gemacht, in der Pandemie, aus Langeweile einfach gelogen. Ich glaube, Fachsprache sagt man dazu, Reitschustern. Das ist wirklich spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Sehr verändert. Die Leute waren alle am Limit. Und mir ist es aufgefallen im Supermarkt. Da habe ich gewusst, okay, die Leute sind am Limit. Da bin ich immer so fluffig durch den Supermarkt, bin zur Kasse hin und habe ich natürlich einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe nur eine Flasche von meinem Getränkekasten aufs Band gelegt. Das macht man natürlich nicht. Und dann hat die Verkäuferin gefragt, haben Sie noch mehr Wasser? Ich bin ja Comedian. Dann habe ich gesagt, nee, Trinkwasser. Ja, ähnliche Stimmung wie hier. Und diesen Blick von der Frau, den werde ich nie vergessen. Wie die mich angeguckt hat mit dieser Mischung aus Ekel und Verachtung. Ich kam mir wirklich vor wie Jens Spahn. Das war wirklich... Dann wollte ich schlichten und habe gesagt, junge Frau, das war ein Scherz. Sie sehen doch, dass ich hier vorne einen ganzen Kasten stehen habe. Und dann sagt die wirklich laut im Laden, sehe ich aus wie eine scheiß Giraffe? Dann habe ich dann gesagt, nee, sie sehen aus wie eine dumme Kuh. Und da war klar, wir sind am Limit. Wir sind am Limit.
Ich spüre es bei mir selber auch. Ne? So Sachen, die mich früher nicht aufgeregt haben, jetzt bin ich am Limit, wegen der Pandemie. Ne? Da raste ich sofort aus. Ja, ne, gestern Morgen sitze ich beim Frühstück, ich will mir einfach nur ein Honigbrötchen schmieren, bin ich komplett ausgerastet. Alleine. Ich und das Brötchen. Ne? Ich schneide es auf, ne? Schmier Butter drauf und dann will ich ganz gemütlich Honig drauf machen. Und dann ist die Honigpoperze bei der flotten Biene komplett verklebt. Und ich hasse es, wenn die Honigpoperze bei der flotten Biene komplett verklebt ist. Wo du sowieso, nein, nicht jetzt, sowieso beim Frühstück sitzt und denkst, welcher Vollidiot hat sich das ausgedacht? Was war das für ein Zoom-Meeting? Hä? Haben die zusammengehockt und haben gesagt, hey, wisst ihr was, also Honig im Glas ist schon geil, aber wisst ihr, was richtig geil wäre? Wenn wir so kleine Gummiarschlöcher entwickeln würden, durch das die Leute ihren Honig selber durchdrücken müssen. Ja, das machen wir, ja. Und dann können wir den Honig auch noch viel, viel teurer machen, weil so kleine Gummiarschlöcher herstellen, das ist tricky. Ja, Alter, und du drückst, ne, vom Gefühl her, muss der Himalaya durch den Gartenschlauch. Und was rauskommt, ist immer so... Und dann wirst du wütend. Du musst ja mit deiner Wut irgendwo hin. Und Kinder schlagen ist ja nicht mehr erlaubt. Also gehst du ins Internet. Du gehst ins Internet und du donnerst deinen Wut auf Twitter. Ich schreibe sowas rein wie, die flotte Biene hat mir den Frühstück versaut. Und da hast du sofort so Klugscheißer-Kommentare. Dann schreiben so Leute drunter wie, was? Flotte Biene? Weißt du denn nicht, wer dahinter steckt? Nein, weiß ich nicht. Wenn ich's wüsste, würde ich die flotte Biene nehmen mit dem... Würde ich die flotte Biene nehmen mit diesem verdammten Ding und würde es dem Typen in den Arsch rammen, nur damit er mal spürt, wie absurd diese scheiß Idee ist. Eine Honigpoperze zu entwickeln. Ich meine, was ist das? Wer steckt dahinter? Wer steckt da? Wenn ich flotte Biene bei YouTube eingebe, kommen dann 100 Verschwörungsvideos oder was? Wenn ich die alle durch habe, dann halte ich wahrscheinlich die Honigpoperze für eine Erfindung des Merkel-Regimes, um mir meine Fresse freier zu nehmen, um fett zu werden. Da musst du aufpassen. Da drehst du sofort durch. Alle sind am Limit. Da dauert es noch 3 Wochen, dann stehst du in einem Bienenkostüm mit einem durchgeknallten veganen Koch vorm Reichstag und willst die Demokratie abschaffen. Passt auf euch auf. Dankeschön. Ingmar Stadelmann. Wunderbar. Ja. Ingmar Stadelmann, es gibt ja viele Verschwörungstheoretiker, er ist eher der Praktiker. Die flotte Biene, ich werde sie demnächst mit anderen Augen betrachten. Ja, wir nähern uns dem Ende und somit auch dem Höhepunkt unserer Show. Denn nun betritt jemand die Bühne. Ja, man kann sagen, sie ist nicht nur toll und musikalisch, sie ist obendrein auch bezaubernd und witzig, sie ist attraktiv und intelligent. Sie ist charmant und originell, mit einem Wort, sie ist wie ich, nur in hohen Schuhen. Ich freue mich auf Käthi Freudenschuss. Vielen Dank. Guten Abend. Dankeschön. So, und wie ist es? Geht's euch gut? Ja, alle? Ah, da klatschen sie direkt. Seid ihr gut durchgekommen so durch die Pandemie bis jetzt? Ja? Toll. Mir geht's auch super. Also nicht, dass da heißt ja immer, den Künstlern geht's nicht so gut. Mir geht es super. Ich bin richtig gut drin. Ich habe mich an alles gewöhnt. Man will's irgendwie nicht mehr missen, oder? Man hat sich so dran... Also zum Beispiel das Testen. Ich teste mich regelmäßig. Zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, immer. Ich mache nur Online-Shopping. Trotzdem, ne? Sicher ist sicher. Und der Test gibt einem doch irgendwie ein gutes Gefühl, oder? Geht euch das nicht auch so? Ne? Man hat so, weißt du, ich stehe sogar manchmal nachts auf und hole mir welche. Und habt ihr auch diesen Ehrgeiz entwickelt? Am Anfang war man ja noch skeptisch, aber jetzt bei jedem Test versuche ich so ein bisschen weiter reinzukommen mit dem Stäbchen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wenn das irgendwann nicht mehr da ist, oder? Für mich ist... Corona mittlerweile eine richtig liebgewonnene deutsche Tradition geworden, oder? Das gehört einfach zu uns. Die Masken, der Abstand, die Stäbchen in der Nase. Und Traditionen sind unheimlich wichtig für die kulturelle Identifikation. Die muss man wahren, die muss man schützen. Und wenn sie in Gefahr sind, muss man zur Not auch dafür kämpfen.
Und es gibt einige deutsche Traditionen, die in Gefahr sind in letzter Zeit. Und dann kommt immer irgend so ein Klugscheißer und sagt, ja, aber wir haben wichtigere Probleme. Und was kommt dann immer? Totschlagargument immer? Erderwärmung. Ja, Erderwärmung. Ja, kann ja sein. Ist nicht schön, aber ich sag euch was. Wenn man die Erderwärmung stoppen könnte, wenn man sie umbenennt, zum Beispiel in Weltkugelhitze, wäre ich sofort dabei. Andererseits ist natürlich die Erderwärmung auch keine deutsche Tradition. Kann man also von der emotionalen Tragweite überhaupt nicht vergleichen. Und ich möchte mich deshalb einem wirklich wichtigeren und schwierigeren Thema zuwenden. Ich möchte ein Lied singen über Heimat und Fleisch. Dankeschön. Oh, sitzen ist auch mal schön, oder? Ganzes Jahr nur gelegen, du. Eieiei. So. Du warst noch ein Kind, da kam auf dein Schnitzel ein Schnitzel bei euch auf den Tisch. Dam-da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 . Der Name juckte dich nicht. Die Soße so bunt, die Paprika würzig, es wog die Panade so schwer. Dam-da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 . Du liebtest dein Schnitzel so sehr, mit den Jahren immer mehr. Doch dann kam der Abend, du hast dein TV angemacht. Malala, fünf weiße Menschen, sie haben getalkt und gelacht. Da da da. OZ-Wortschnitzel, OZ-Wortschnitzel, das gibt's nicht, das kann doch nicht wahr sein. Dam da 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 da. Jetzt sagt man das nicht mehr, bleibt dein Teller jetzt leer. OZ-Wortschnitzel, OZ-Wortschnitzel, wie sollst du das künftig bestellen? Dam da 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 da. Du bestehst auf Tradition und vergreifst dich im Ton. Denn du warst schon als Kind nicht gerade der Hellste und Rücksicht fiel dir immer schwer. Dam da 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 da. Doch niemand störte das sehr. Doch jetzt zwingt dich die Welt, was Neues zu lernen, ein ganz neues Wort allerhand. Dam-da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 . Deutschland ist nicht mehr dein Land, wie du es einst gekannt. Denn seit diesem Abend ist nichts mehr, wie es einmal war. Da-da-da. Du fühlst dich verraten, dein Schnitzel, es ist nicht mehr da. Da, da, da. OZ-Wortschnitzel, OZ-Wortschnitzel, wo bist du? Stehst nicht auf der Karte. Dam, da, 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 da. Im Wirtshaus droht gleich ein Eklat. OZ-Wortschnitzel, OZ-Wortschnitzel, jetzt schau halt noch mal auf die Karte. Dam da 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 da. Und üb mal das Wort Paprika. Und dein Schnitzel ist wieder da. Dankeschön. Vielen Dank. Kathi Freudenschuss. Vielen Dank. Das war der zweite Streich von Olafs Club. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ingmar Stadelmann. Wir sagen Dank an Julius Fischer, Michael Mittermeier, Florian Schröder und natürlich
an. Dich hab ich, dich hab ich, dich hab ich, dich hab ich. Kathi Freudenschuss. Das soll es gewesen sein. Empfehlen Sie uns bei Bedarf weiter. Und entdecken Sie das mit dem Fernsehen. Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Da verbeugen wir uns, oder? Wir verbeugen uns. Wir verbeugen uns.